Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz, Drucksache 19/3562, eingebracht. Wird der Gesetzentwurf von der Staatsministerin? Ja. Hinz. Bitte schön, Frau Staatsministerin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Gesetz hat zum Ziel, die Erleichterung für die Wasserverbände im Bereich der Haushaltswirtschaft. Im Gesetz sollen Vorschriften zum Sonder- und Treuhandvermögen entfallen, und auch auf die Verwendung produktiver Ziele und Kennzahlen kann künftig verzichtet werden. Vor allen Dingen die kleinen Wasserverbände mit einem Volumen unter 120.000 €, die meistens ehrenamtlich geführt werden, sollen künftig auch weiterhin auf die DOPIG verzichten können. Es gab während der Anhörung einige Veränderungswünsche, die wir weitestgehend aufgenommen haben. Wir stellen die Unterlagen gerne dem Ausschuss zur Verfügung, und ich freue mich auf die Beratung. Danke schön. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Ich eröffne die Aussprache. Als erster Kollege hat sich Kollege Hofmeister von der CDU zu Wort gemeldet. Nein, das ist der nächste. Das heißt der 7. Oh, bei mir steht 5 Minuten immer noch drin. Sorry. Wenn sich die Geschäftsführer darauf geeinigt haben, dass es keine Aussprache gibt, dann machen wir es natürlich ohne Aussprache. Und wir überweisen jetzt nach der ersten Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung den Gesetzentwurf in den ULA.